Die größte Waschanlage der Welt reinigt bis zu 300 Fahrzeuge pro Stunde. Einmal das Beste mit der Innenreinigung. Ein Handwachs vielleicht auch dazu bei Ihnen? Nein, bei dem Auto nicht mehr. Okay. Waschen, wachsen, föhnen im Akkord. Nur 30 Sekunden für jeden Arbeitsschritt. Stress hinter den Kulissen, eine defekte Pumpe. Der Druck könnte abfallen, wir würden nicht die Wassermenge kriegen, die wir brauchen. Der krasse Gegensatz. Handwäsche im Familienbetrieb mit Zusatzservice für Dellenentfernung. Das, was erst hier eine Delle war, das ist jetzt eine Beule. Die schlage ich jetzt wieder rein. Und Autoversiegelung für fast 1.000 Euro inklusive Frontscheibe. Zwischen 50 und 60 km/h perlt das Regenwasser ab, sodass man keine Scheibenwischer mehr braucht. Fahrzeugpflege der Superlative. Riesig, direkt an einer Hauptverkehrsstraße und fast immer rammelvoll. Mr. Wash in Stuttgart-Feuerbach ist die größte Waschstraße der Welt. Auf einem Areal von 15.000 Quadratmetern werden hier täglich bis zu 4.000 Autos gewaschen. Außerdem schaffen die 110 Mitarbeiter bis zu 1.000 Innenreinigungen pro Tag. Samstag ist Großkampftag. Schon um 7.30 Uhr, also 1,5 Stunden vor Öffnung der Anlage, beginnt der Arbeitstag von Niederlassungsleiter Frank Brockhaus und Betriebstechniker Mohammed Zain. Wir sind extrem wetterabhängig. Das heißt, heute bei dem schönen Sonnenschein, den wir draußen haben, rechne ich damit, dass ordentlich was passieren wird. Wenn der Ansturm einsetzt, müssen die beiden Waschlinien reibungslos funktionieren. Deshalb führt der erste Weg in den Technikraum. Okay, dann schauen wir mal, dass alles dicht ist. Keine Wasserlachen auf dem Boden. Druck liegt auch überall an. Okay, sehr schön. Wir haben jetzt eine von unseren beiden Brauchwasserpumpen. Die Brauchwasserpumpe ist letztendlich dafür da, dass wir das Wasser, was schon mal in der Anlage war, was als Frischwasser verwendet wurde, wird bei uns recycelt. Das heißt, wir verschwenden es nicht, sondern wir bereiten es nochmal auf, recyceln es und verwenden es dann nochmal später dafür, um bei den Fahrzeugen die Felgen zu reinigen, den Unterboden zu spülen und eben unser Förderband zu bewässern. Bei einem Wasserverbrauch von bis zu 350.000 Litern pro Tag ist das nicht nur umweltschonend, sondern spart auch eine Menge Geld. Das ist unser zweiter Kreislauf. Das ist unser Leitungswasser, das Wasser, das wir von der Stadt bekommen. 3 bis 4 Bar haben wir hier anliegen, die für unsere Anlage nicht zu gebrauchen ist. Weswegen der Druck mit speziellen Pumpen auf bis zu 150 Bar erhöht wird. Mohammed Zain startet die Anlage. Doch bevor ein Kunde mit seinem Fahrzeug durch die rotierenden Mikrofaserlappen fahren darf, testet Frank Brockhaus, ob die Waschanlage störungsfrei arbeitet. Dazu nimmt er seinen Privatwagen. Also was wir jetzt machen, ist einfach nochmal ein Testlauf mit einem Auto. Alles vorher war Theorie und jetzt probieren wir halt eben nochmal direkt am Fahrzeug, ob alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, wird richtig das Fahrzeug ausgemessen, kommen alle Waschgeräte zur richtigen Zeit, das heißt, liegen richtig am Fahrzeug an, werden alle Waschgeräte zur richtigen Zeit benetzt und kommt am Ende natürlich dann noch ein sauberes Auto raus. Das Transportband läuft mit knapp 1 Stundenkilometer. 3 Minuten dauert der Komplettdurchgang in der 50 Meter langen Waschstraße. Es kommt eigentlich jeden Tag vor, dass bei so einem Probelauf was nicht funktioniert. Aus der Erfahrung raus machen wir das dann eben auch. Und das ist dann eben für uns eine neue Möglichkeit, ganz gezielt eben darauf einzugehen und es dann bis zum ersten Kundenfahrzeug abzustellen. Heute läuft es rund. Beim Testlauf hat alles funktioniert. Zumindest technisch. Und auch mit dem Waschergebnis ist Frank Brockhaus zufrieden. Für die erste Wäsche immer noch ganz gut. Je mehr Autos durchfahren, desto optimaler ist dann eben auch das Verhältnis der Waschchemie, die wir eben in der Waschstraße haben. Und darum ist die erste Wäsche, sage ich mal, immer noch so von der Qualität her nicht die beste, aber ab dem zweiten, dritten Auto ist es jetzt der optimal, denke ich. Jetzt kontrolliert der Niederlassungsleiter die Innenreinigungshalle mit ihren 2 Bändern. Sind genügend Lappen da? Und funktionieren die Druckluftpistolen? Vor der Zufahrt stehen schon die ersten Kundenschlange. Manche warten seit 20 Minuten. Als Frank Brockhaus das Tor aufschließt, gibt es kein Halten mehr. Die günstigste Wäsche kostet 8 Euro.
Die Mitarbeiter an der Kasse versuchen aber, das teuerste Paket für 40 Euro zu verkaufen, inklusive Innenreinigung und Handwachs. Ob dieser Kunde anbeißt? Hallo, guten Morgen. Einmal das Beste mit der Innenreinigung. Und Handwachs vielleicht auch dazu bei Ihnen? Nein, bei dem Auto nicht mehr. Okay. Das sind dann 28 Euro. Ja, eine Lackierung wäre vielleicht noch nicht schlecht. Schönes Wochenende. Dankeschön. Tschüss. Die Angestellten demontieren zuerst die Antennen von den Dächern der Kundenfahrzeuge, damit sie nicht abbrechen oder verloren gehen. Das gelingt nicht immer. Also die Antenne geht bei Ihnen nicht runter. Wenn Sie aber reinfahren, fahren Sie auf eigene Gefahr rein, dass Sie Bescheid wissen. Okay, schönes Wochenende. In der größten Waschstraße der Welt durchlaufen die Fahrzeuge insgesamt 15 Stationen. Die erste, der Vorsprühbogen. Eine alkalische Wasserlaugemischung löst Insektenreste und Blütenstaub an. Station 2, die manuelle Vorwäsche mit Hochdrucklanzen. Mit 140 Bar entfernen die Lanzer hier die zuvor angelösten Schmutzpartikel an der Front- und Heckpartie. Genau 30 Sekunden haben sie dafür Zeit. An der Einfahrt zur maschinellen Reinigung weisen die Mitarbeiter die Kunden auf die Einfädelhilfe per Kamera hin. Dann scannen sie das gebuchte Waschprogramm und reinigen die schlecht zugänglichen Stellen am Heck. Der Aktivschaumbogen versprüht Wasser und Tenside, die auch in Kleidungswaschmitteln enthalten sind. Direkt danach vermessen optische Sensoren den Wagen. Erfasst werden auch die Länge, die Position und die Größe der Felgen. Zwei Pendel rundum Walzen bearbeiten die Autos auf den Seiten sowie vorne und hinten. An dieser Station erfolgt die erste Felgenreinigung. Danach werden Motorhaube, Dach und Heck gesäubert. Lange Mikrofaserlappen erreichen auch kritische Stellen, zum Beispiel zwischen Außenspiegel und Auto oder neben der Dachreling. Besonders die Reinigungsmittel spielen bei der Autowäsche eine wichtige Rolle. Letztendlich ist das alles hier eine Wechselwirkung von verschiedenen Chemikalien. Die arbeiten mit sauren, alkalischen Milieus, die jeweils unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Alkalische Milieus sorgen dafür, dass Schmutz angelöst wird, Schmutz unterwandert wird. Und das saure Milieu sorgt nachher dafür, dass wir einen schönen Glanz aufs Fahrzeug bekommen und eine schöne Trocknung erhalten. Schwierig zu reinigen sind die Seitenschweller. Die Rotoren drehen sich deshalb in unterschiedlichen Richtungen. Danach wird das Fahrzeug mit einer sogenannten Trocknungshilfe besprüht. Die Chemikalie bricht die Oberflächenspannung des Wassers. Dadurch perlt es leichter ab. Ein Sprühroboter entfernt anschließend die restlichen Waschmittel vom Auto. Es folgt die Felgenreinigungsstufe 2 mit einem mitlaufenden und einem feststehenden Hochdruckspüler. Sprühwachs sorgt dafür, dass das Wasser von Scheiben und Lack besser abläuft. Die letzte Waschstufe besteht aus zwei sogenannten Spaghetti-Spülern mit kaltem und warmem Osmosewasser. Das ist komplett entkalkt und entmineralisiert, damit nach der Trocknung keine Ränder auf dem Lack zurückbleiben. Zuletzt wird das Auto mit 70 Grad heißer Luft getrocknet. Für die Windgeschwindigkeit von 90 km/h sorgen 10 Motoren mit je 15 Kilowatt. Der Gesamtstromverbrauch der Anlage liegt bei 6000 Kilowattstunden pro Tag. Das ist so viel wie zwei durchschnittliche Privathaushalte pro Jahr verbrauchen. Nach 3 Minuten sind die Fahrzeuge in der größten Waschstraße der Welt gewaschen und getrocknet. Die Melkus Fahrzeugpflege in Dresden. Der absolute Kontrast zur Waschanlage in Stuttgart. Seinen Bekanntheitsgrad hat Melkus als Sportwagenmanufaktur in der ehemaligen DDR erworben. Mit dem Bau des RS 2000 und des RS 1000, die hier auch heute noch in Handarbeit gefertigt werden. Das zweite Standbein des Familienbetriebs ist die exklusive Fahrzeugpflege. 7 Mitarbeiter bringen hier pro Jahr rund 3000 Fahrzeuge auf Hochglanz. So viel wie die Waschanlage in Stuttgart an einem Tag. Juniorchef Sepp Melkus zeigt 2 Fahrzeugaufbereitern die Autos, die sie heute auf Vordermann bringen sollen. Wir fangen mal an
Privatkundenauftrag. Kommt gerade frisch aus dem Urlaub. Ihr seht, er hat auch ein paar Offroad-Einlagen hinter sich. Möglicherweise hat er sich dabei auch diesen Schaden am vorderen Stoßfinger zugezogen. Außerdem ist das Lederlenkrad abgegriffen und die rechte Wange des Fahrersitzes hat Kratzspuren vom Einsteigen. Der Lack des BMW ist nach 60.000 Kilometern Laufleistung auch nicht mehr der beste. Ich sehe auch diverse Harzpunkte und Flugrost. Genau, das alles mit entfernen. Der nächste Wagen, ein Countryman, ist der Auftrag eines Gebrauchtwagenhändlers. Der Mini wurde ja schon aufbereitet. Ja. Und wie du ja schon festgestellt hast, sind jetzt hier noch drei Dellen in der Motorhaube. Genau. Die müssen behoben werden. Okay. So, und für unseren Autohändler werden wir auch noch die vordere Felge instand setzen. Der Tesla ist erst einen Monat alt, also so gut wie neu. Damit das möglichst lange so bleibt, bekommt der Lack für rund 1.000 Euro eine Keramikversiegelung. Zunächst geht es aber ins Waschzelt. Hier sprüht Enrico Klein die Felgen ein. Für höherwertigere Felgen, die ich auf keinen Fall angreifen darf, nehmen wir auf jeden Fall den säurefreien Felgenreiniger. Bei so normalen Felgen können wir auch den säurehaltigen nehmen. Der ist etwas effektiver und spart auch etwas Zeit. Die Vorwäsche mit dem Druckstrahler dauert hier nicht nur 30 Sekunden wie bei der Waschstraße in Stuttgart, sondern fast 5 Minuten. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass in diversen Spalten und Ritzen noch Staub und Sandkörner hängen, die sich beim Polieren rausvibrieren könnten und dann im Polierpad landen. Was zu mehr anstatt zu weniger Kratzern im Lack führen könnte. Jetzt kommt ein Vorreiniger zum Einsatz. Und zwar für die versteckten Flächen im Motorraum, in den Einstiegen, der Heckklappe und unter dem Tankdeckel. Nach kurzer Einwirkzeit arbeitet Enrico Klein mit dem Hochdruckreiniger nach. An einigen Stellen ist Feingefühl gefragt. Hier muss man etwas Übung und Erfahrung mitbringen, um nicht den ganzen Innenraum zu erwischen. Und in ein Schwimmbad zu verwandeln. Wichtig ist auch, wenn man vorne in den Kühler reinhält, dass man eben nicht den eigentlichen Motorkühler trifft, weil der Strahl ist stark genug, um diese feinen Metalllamellen wegzuschießen. Da muss man etwas Können haben. Dann schaltet er die Schaumkanone des Hochdruckreinigers ein. Nachdem der Fahrzeugaufbereiter das Äußere des Wagens in eine Winterlandschaft verwandelt hat, bearbeitet er ihn rundum mit Mikrofaserschwämmen. Eine Prozedur, die fast eine Viertelstunde dauert. Jetzt muss der Schaum wieder runter vom Auto. Handwäsche ist eine schweißtreibende Angelegenheit und endet nach fast 40 Minuten mit dem Abziehen des Wassers mittels einer Silikonlippe. Zurück in Stuttgart bei der größten Waschanlage der Welt. Hier herrscht inzwischen so viel Betrieb, dass selbst der Chef mit anpacken muss beim Einscannen und Vorreinigen. So, jetzt war ein Mitarbeiter kurz austreten, Ansturm kam, das heißt eben schnell selber mit anpacken und ein paar Autos schnell einweisen. Und mir macht das super viel Spaß, muss ich sagen, da nochmal eben in die Produktion zu springen. Nicht nur Kopfarbeit, sondern ganz einfach mal direkt am Kunden. Ausgerechnet jetzt, während des Hochbetriebs, gibt es in der Technikhalle ein Problem. Und zwar mit der Recyclinganlage für das Brauchwasser. Eine der Pumpen, die das Wasser nach dem Filtern wieder in die Waschanlage befördern, hat ein Leck. Ihre Dichtung ist völlig verschlissen. Wenn wir das jetzt nicht rechtzeitig reparieren, wird die Undichtigkeit schlimmer. Der Druck könnte abfallen, wir würden nicht die Wassermenge kriegen, die wir brauchen. Das wollen wir vermeiden am Ende, ne? Um die Pumpe zu reparieren, schaltet Mohammed Zain sie ab. Statt mit Brauchwasser wird in der Waschstraße jetzt mit Frischwasser gereinigt. Der Betriebstechniker entfernt nun den 20 Kilogramm schweren Elektromotor der Pumpe. Die Dichtungen sind teils verschlissen, teils stark verschmutzt und müssen allesamt ausgetauscht werden. Die Arbeit dauert mehr als eine halbe Stunde. Nachdem er die Pumpe wieder zusammengebaut hat, kontrolliert der Betriebstechniker noch die Brauchwasserfilter. Der sieht nicht mehr so toll aus, der Filter. Der ist schon ziemlich dunkel, wie Sie sehen können. Kann man schon mal tauschen, ne? Haben wir einen Ersatzfilter da?
sieht im sauberen Zustand so aus. So, bitte. Sauberen Filter einbauen, Deckel drauf und festspannen, das gesamte System entlüften. Dann kann die Pumpe endlich wieder in Betrieb gehen. In der größten Autowaschanlage der Welt wird neben der Außenwäsche auch die Innenreinigung angeboten. Vor der stehen heute, am umsatzstarken Samstag, die Kundenfahrzeuge Schlange. Die Reinigung auf den beiden Bändern ist Akkordarbeit. Pro Linie sind 10 Mitarbeiter im Einsatz. Der erste weist die Kunden ein und scannt den Kassenbeleg. Der nächste steckt die Gummifußmatten in eine Waschbox, während innen schon die Frontscheibe und das Cockpit gereinigt werden. 2 Mitarbeiter kümmern sich um die Türinnenseiten, ein weiterer um die Heckklappe. Danach kommt der sogenannte Tornador zum Einsatz. Eine Reinigungspistole, mit der zuerst entmineralisiertes Osmosewasser versprüht wird. Das dringt auch in kleine Ritzen ein. Dann schaltet der Mitarbeiter das Gerät zum Trocknen um auf Druckluft. Danach fallen gleich 4 Mann mit Saugern über den Innenraum her. Sie müssen gründlich, aber auch vorsichtig arbeiten, um Sitze und Kunststoffteile nicht zu beschädigen. Der letzte Mitarbeiter am Band macht die Endkontrolle, wischt an kritischen Stellen noch einmal nach und übergibt den Wagen dann wieder dem Besitzer. Nach exakt 8 Minuten rollt der Wagen wieder vom Band. 10 Mitarbeiter investieren in die Innenreinigung pro Auto zusammen eine halbe Arbeitsstunde. Dieser Kunde ist mit dem Ergebnis der Innenreinigung nicht zufrieden. Er reklamiert bei Niederlassungsleiter Frank Brockhaus. Ja, wahrscheinlich ist es so eine Mischung ein bisschen aus Staub und Ablagerung. Die befinden sich nicht nur an den Kunststoffteilen am Einstieg, sondern auch auf der Mittelarmlinie und am Cockpit. Keine Reklamation in Sinn. Nein, alles gut. Wenn ihr 5 Minuten länger haben würdet, ja, 5 Minuten. Ja. Ist noch wahrscheinlich eure Mitarbeiter nicht zum Stress. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Sagen Sie mal, haben Sie denn einen Moment Zeit noch? Ja, kommt auch an, ja. Dann machen wir Folgendes. Also wenn Sie mögen, wir haben ja heute keine große Wartezeit. Lassen Sie einfach noch mal außen rumfahren. Ja. Weil es ja auch noch mal ums Saugen geht, dann lassen wir Sie einfach noch mal aufs Band drauf. Wir arbeiten Ihr Fahrzeug einfach noch mal. Ich schicke den Kollegen mit, zeige ihm die Kunststoffteile und dann gehen wir da ganz gezielt noch mal drauf. Das ist super. Also wie gesagt, eigentlich ist es nicht ganz unser Feld, was wir machen, diese Kunststoffteile so aufzubereiten. Kriegen wir aber gut hin. Dann haben wir die Zeit und dann machen wir es gern. Also noch einmal rauf auf das Band. Die gleiche Prozedur von vorne. Um die bemängelten Stellen kümmert sich der Chef diesmal höchstpersönlich. Das sind jetzt einfach Sachen, die ja gar nicht hätten gemacht werden müssen. Und da möchte ich jetzt einfach mal ein Zeichen setzen und zeigen, Mensch, da ist vielleicht was nicht ganz perfekt gelaufen, dass man einfach noch ein bisschen wachsamer bleibt und noch ein bisschen mehr auf Details eben achtet. Nach weiteren 8 Minuten sind alle Mängel beseitigt. Der Kunde ist glücklich über die kostenlose Nachreinigung. Voll zufrieden, ich komme wieder. Ja, gerne. Das war jetzt eine leichte Reklamation für mich, sind wir wirklich sehr, sehr dankbar für solche Aufgaben. Wesentlich schwieriger wird es natürlich, wenn ich angerufen werde, weil Fahrzeuge drüben in der Waschstraße aufeinander gefahren sind oder weil es eben vermeintliche Schäden geht, die von uns verursacht worden sind. Die Fälle sind dann wesentlich kniffliger. Beim Familienbetrieb Melkus in Dresden kosten Außen- und Innenreinigung plus Lackaufbereitung 220 Euro. Mehr als das Fünffache als in der Waschanlage in Stuttgart. Dafür wird hier aber auch wesentlich mehr Zeit aufgewendet. Für den verdreckten Innenraum dieses BMW wird Fahrzeugaufbereiter Enrico Klein mindestens 2,5 Stunden brauchen. Die Reinigung der Fußmatten übernimmt keine Maschine, sondern sein Kollege mit dem Hochdruckreiniger. Im Innenraum arbeitet Enrico Klein mit Spezialreinigungsmitteln. Ein Pinsel kommt selbst in die kleinsten Ritzen. Danach pustet der Melkus-Mitarbeiter die Flüssigkeit mit dem angelösten Dreck aus und wischt alles ab. Nach der Reinigung der Sitze entdeckt er an der linken Tür noch eine grobe Verschmutzung. Die bearbeitet der Fahrzeugaufbereiter jetzt mit einem besonders feinporigen Kunststoffschwamm. Diese Schwämmchen können sich an jede feine Oberflächenstruktur anpassen und holen auch aus diesen kleinen Falten, egal ob das Kunststoff oder Leder ist, den Dreck raus. Hier sieht man es auch schön im Schwamm, wie verschmutzt der jetzt ist, was da alles noch drin war. Und dann wische ich das ab und dann sollte das auch absolut sauber sein.
Dann entdeckt Enrico Klein etwas, das nicht ganz so einfach zu beheben ist. Abnutzungen an einer Hochglanzfläche über dem Handschuhfach. Hier sieht man jetzt wunderschön, die Oberfläche ist zwar sauber, aber stark zerkratzt mit der Zeit. Und die will Enrico jetzt ein bisschen zurückdrehen. Mit Hilfe einer Mikropoliermaschine. Ich versuch's jetzt erstmal mit einer sehr milden Politur, weil das ja nur Kunststoff ist, damit wir den nicht beschädigen. Wenn es damit nicht rausgeht, kann ich immer noch eine härtere Politur wählen. Und dann schauen wir mal. Und tatsächlich, der erste Durchgang bringt noch nicht das gewünschte Ergebnis. Die Politur war offenbar noch zu mild. Der zweite Durchgang erfolgt mit einer etwas grobkörnigeren Politur. Dabei muss Enrico Klein aber sehr behutsam vorgehen, um den Klarlack nicht ganz wegzunehmen. Die ganz tiefen Kratzer sind jetzt immer noch leicht zu sehen. Aber noch härter will ich da jetzt nicht rangehen. Wenn der Kunde das wirklich ganz perfekt haben will, müsste er das Panel austauschen. Zur Innenreinigung gehört hier auch der Motorraum. Das Mittel, das der Fahrzeugaufbereiter verwendet, reinigt und imprägniert die Kunststoff- und Gummiteile. Außerdem beinhaltet es Duftstoffe, die Marder fernhalten sollen. Anschließend macht er noch eine Rundum-Lackkontrolle. Oh, hier haben wir einen ziemlich tiefen Kratzer. Und hier genauso zwei Stück. Die kleinen hier, die kriegen wir auf jeden Fall raus. Da bin ich sehr zuversichtlich. Bei dem tiefen müssen wir mal schauen. Die Möglichkeiten sind begrenzt, aber man wird ihn später auf jeden Fall nicht mehr so deutlich erkennen wie jetzt. Jede Menge Baumharz, Flugrost, man fühlt das auch. Es ist ziemlich rau. Ach ja, was ist das denn Schönes? Hier ist eine matte Stelle. Da hat wohl jemand mal versucht, einen eingebrannten Vogelkotfleck abzuschrubbeln. Und dabei die Lackoberfläche zerstört. Es ist Samstagmittag und in der größten Waschstraße der Welt in Stuttgart herrscht immer noch Hochbetrieb. Das liegt auch an der Tankstelle im Erdgeschoss der Anlage. Hier ist der Sprit fast immer um 1 Cent günstiger als bei den anderen Tankstellen in der Umgebung. Das lockt zusätzliche Kunden. Im Kassenraum sucht man vergeblich nach Getränken, Tabakwaren oder Snacks. Dafür werden offensiv die Leistungen der Waschanlage beworben. Mit Schildern und im persönlichen Gespräch beim Bezahlen. Eine erfolgreiche Strategie. Jeder dritte Kunde, der hier tankt, bucht auch eine Autowäsche. Gerade gibt es an den Zapfsäulen aber ein größeres Problem. Das sieht jetzt nicht gut aus. Rufen wir eben ganz kurz die Kollegin an, was hier los ist. So, Frau Menke, haben Sie mal einen ganz kurzen Moment für mich? Einmal an Zapfpunkt 5, 6 bitte. Danke. Ist immer blöd, wenn gerade bei großem Andrang zwei Zapfpunkte, zwei Zapfsäulen nicht funktionieren. Da sorgt er natürlich immer dafür, dass Kunden warten müssen. Frau Menke, danke fürs Kommen. Sagen Sie mal, was ist hier los? Warum läuft's nicht? Der Techniker war gestern da. Immer stimmt mit dem Zulauf, nicht mit der Dichtung. Jetzt hatte er leider ein Teil nicht dabei, was er braucht, um das zu reparieren. Okay. Sobald er das hat, kommt er noch mal vorbei. Also müssen wir heute den ganzen Tag noch damit so auskommen? Ja, leider schon. Okay. Defekte Zapfsäulen sind immer ungeschickt. Wir verkaufen hier am Tag zwischen 40.000 und 50.000 Liter. Wenn zwei Zapfsäulen ausfallen, dann sind das mal eben ganz locker 7.000, 8.000 Liter, die wir irgendwie über die anderen Zapfsäulen halt eben reinholen müssen. Und was die Folge aus ist, das sieht man jetzt ja schon ganz schön, dass sich vor den anderen Zapfsäulen überall Schlangen bilden. Ein weiterer Magnet für die Waschanlage, die Ölwechselstation. Hallo, schönen guten Tag. Einmal einen Ölwechsel, ja? Den Fahrzeugschein brauche ich einmal bitte. Und den aktuellen Kilometerstand. 165.772. Ich identifiziere jetzt einmal das Fahrzeug anhand der Schlüsselnummer. Und daraus kann ich dann halt sehen, welches Öl für das Fahrzeug empfohlen wird, welcher Ölfilter wir verwenden müssen. Unter dem Fahrzeug kann der Mechaniker auf seinem Computer gleich sehen, welcher Ölfilter verbaut werden muss und ihn aus dem Lager holen. Und oben kann der Kunde auf einem Bildschirm genau verfolgen, was unter seinem Fahrzeug passiert. Füllen bitte. Das Kommando für Mario Köhn, das Öl in den Motor zu füllen. Die Ölmenge ist bei uns im Computer hinterlegt. 8,3 Liter sind jetzt angegeben. Na, die fülle ich jetzt ein und dann lassen wir das Fahrzeug hinterher laufen. Transparenz auch bei der Füllmenge.
Ölstand ist jetzt beim Maximum. Und der Kunde zufrieden. Zum Beispiel bei VW, wenn ich hätte solche Service gemacht, hätte mich über 400 Euro gekostet. Hier kostet 99,90. Dann, ich finde das sehr gut und billig. Gerade einmal eine Viertelstunde hat der Ölwechsel gedauert. Hätte der Kunde auch noch den Luftfilter und den Innenraumfilter wechseln lassen, hätte er die Arbeitszeit dafür gar nicht bezahlen müssen, sondern nur das Material. Weniger zufrieden waren ein paar Kunden oben in der Waschstraße. Das bedeutet zusätzliche Arbeit für Niederlassungsleiter Frank Brockhaus. Wir hatten jetzt zwei Felgenreklamationen gerade von Kunden. Und was wir dann immer machen, ist einfach mal eine Probe nehmen von dem Waschmittel, gerade für die beiden Felgen, und kontrollieren, ob denn die Konzentration des Waschmittels auch die richtige ist und stimmt, dass wir ein optimales Ergebnis hinkriegen. Felgen werden in der Stuttgarter Waschstraße mit zwei unterschiedlichen Mitteln gereinigt. Einem säurehaltigen und einem alkalischen, die Frank Brockhaus jetzt beide testet. Wir haben dafür eben einen kleinen Messbecher, wo wir eine bestimmte Menge eben von dem Waschmittel, von der Waschmittelwasserlösung abnehmen, fügen einen Indikator dazu. Und zwar so lange, bis sich die Flüssigkeit verfärbt und anschließend wieder klar wird. Dabei zählt Frank Brockhaus die hinzugefügten Indikatortropfen, um die Waschmittelkonzentration zu ermitteln. Genau. Ja. Soweit sieht es schon mal gut aus. Von der reinen Konzentration her, was wir jetzt immer noch mal machen, ist so ein kleiner Gegentest, in dem wir den pH-Wert messen. Das heißt, bewegen wir uns im sauren oder alkalischen Bereich. Dazu verwendet Frank Brockhaus einen handelsüblichen Teststreifen und misst sicherheitshalber auch mit einem digitalen Messgerät nach. Laut Messstäbchen liegen wir bei ca. 13 pH, würde ich jetzt sagen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was wir wirklich digital haben. 12,8. Bestätigt das, was hier eben gerundet da ist, ist ein pH-Wert, der absolut im grünen Bereich ist. Alles in Ordnung soweit. Auch die säurehaltige Waschmittellösung hat den richtigen pH-Wert, knapp unter 1. Dass die Felgen des Kunden nicht sauber geworden sind, liegt also nicht an der Waschstraße. Die Felge des Kunden war wahrscheinlich so stark verschmutzt, es war so eingebrannt. Da sind dann leider uns auch Grenzen gesetzt. Da wird der Kunde leider noch mal ein bisschen nacharbeiten müssen jetzt nach der Waschstraße. Jetzt kontrolliert Frank Brockhaus noch die Tanks mit den Reinigungsmitteln. Hier haben wir etwas wenig Waschmittel. Da sollte man vielleicht auch gleich mal wechseln. Herr Zein, kommen Sie bitte. Ich würde vorschlagen, bevor wir hier leerlaufen, dass wir gleich mal 9 IBC holen, umstecken, umpumpen und damit wechseln, dass wir nicht leerlaufen nachher. Natürlich, ja. Die größte Waschstraße der Welt benötigt an diesem Tag, an dem rund 3000 Autos durch die Anlage fahren, etwa 400 Liter Reinigungsmittelkonzentrat. Jetzt gerade bei Hochbetrieb ist es immer wichtig, dass wir von jeder Chemie natürlich genug da haben. Das wäre jetzt ganz schlimm, wenn es leer laufen würde. Keine Chemie mehr in der Waschstraße ankommt und wir dann nachher 10, 15, 20 Kunden bei dem Durchsatz draußen stehen haben, die keine sauberen Felgen oder ein sauberes Fahrzeug haben. Nach dem Tankwechsel wird Frank Brockhaus an der Handwachsstation gebraucht. Denn ein paar Mitarbeiter müssen Pause machen. Der Besitzer dieses Wagens, der gerade eingewiesen wird, ist Stammkunde. Autowäsche und Innenreinigung hat er schon hinter sich und will jetzt den Lack seines Autos auf Hochglanz bringen lassen. Die Wartezeit nutzt er für eine kleine Pause. Gibt Kaffee umsonst, das ist ja ganz gut. Ja. Man guckt den Leuten beim Autowaschen zu und ja, es geht schnell. Und man wird freundlich bedient und kann sich kurz entspannen und geht auch ja, ganz flott. 15 Minuten hat der Mitarbeiter für die Lackbehandlung. Poliermittel auf die Maschine und los geht's. Das Wachs, das er hier verwendet, hat allerdings nicht nur einen Glanz- und Konservierungseffekt. Der ganz angenehme Nebeneffekt ist, dass es noch schön nach Erdbeere riecht. Das heißt, sobald man dann eben sein Auto auch zu Hause abstellt in der Garage und eine Stunde später reinkommt, riecht die ganze Garage schön nach Erdbeere. Mit der Maschine kann der Mitarbeiter das Wachs nur an den relativ ebenen Stellen auftragen. An den schwer zugänglichen macht er es per Hand mit einem Pad. Anschließend wird mit einem Mikrofasertuch poliert, bis das Fahrzeug tipptopp glänzt. In die Fugen geht der Polierer mit einem Pinsel. Den Abschluss bildet der sogenannte Cross-Check. Ein anderer Mitarbeiter kontrolliert das Werk und bessert vereinzelt nochmal nach. Für den Kunden war es heute trotz des Hochbetriebs eine wahre Turboreinigung.
seitdem ich angekommen bin an der Waschstraße, mit Wäsche, allem drum und dran, also Außenwäsche, Innenreinigung und dem Handwerk zum Polieren, circa 30 Minuten, würde ich sagen. Ja. Bei der Fahrzeugpflege Melkus in Dresden dauert allein die Lackaufbereitung fast eine Stunde. Vor dem Polieren säubert Enrico Klein den Wagen noch einmal mit einer Reinigungsknete. Das Wasser dient als Gleitmittel. Die Knete trägt die letzten Schmutzpartikel wie Harz, Teer und Insektenreste ab, die auch trotz Intensivwäsche auf dem Lack haften geblieben sind. Das kann man auch ganz gut sehen, wie viel Schmutz auf diesem Stück der Haube drauf war. Wenn man diesen Arbeitsschritt weglassen würde, dann würde man mit der Politur einfach diesen Schmutz, den wir jetzt aufgenommen haben, richtig reinreiben in den Lack und dann auch mit versiegeln. Und das ist ja eher kontraproduktiv. Den Unterschied kann man sogar fühlen und hören. Das ist der größte Effekt, wenn man jetzt anfasst, wie glatt es hier ist und wie glatt es hier ist. Hier hört man richtig, wie die Hand reibt und hier eben nicht so. Während Enrico Klein den Wagen abknetet, beginnt sein Kollege Frank Schwarz mit der Lederreparatur. Also Frank, ja? Die Stelle am Lenkrad, die vorher etwas schmauchig aussah, ist jetzt weggegangen mit fleißig Putzen. Ja. Die einzige Stelle, um die du dich jetzt noch kümmern müsstest, das wäre die Sitzwange an der Lehne. Die ist vom Ein- und Aussteigen abgewetzt. Frank Schwarz muss sie nachkolorieren. Als Farbmuster nimmt er sich eine Kopfstütze mit. Für das Einfärben verwendet er Schwarz als Basisfarbe. Dazu kommen noch einige Tropfen Weiß zum Aufhellen und Braun als Farbnuance. Es gibt zwar auch Einfärbungsmittel der Fahrzeughersteller, aber darauf will sich der Aufbereiter nicht verlassen. Denn das Leder bleicht mit der Zeit aus. Dann der Test auf der Kopfstütze. Kurz verreiben und danach anföhnen. Passt ungefähr. Um auf Nummer sicher zu gehen, schaut sich Frank Schwarz das Ergebnis noch einmal bei Tageslicht an. Ich sehe, es ist noch ein Tick zu schwarz und deswegen tue ich noch etwas Weiß beimischen. Nachdem Frank Schwarz die Farbe noch etwas aufgehellt hat, raut er die Sitzlehnenwangen erst einmal an. Dann sprüht er vorsichtig und gleichmäßig die Farbe auf und trocknet sie anschließend mit dem Föhn. Zuletzt kommt auf die noch glänzende Fläche ein mattes Lackfinish, das die Farbe auch gleich versiegelt. 80 Euro kostet so eine kleinere Lederaufbereitung. Von den Abnutzungen ist anschließend nichts mehr zu sehen. Enrico Klein ist inzwischen mit der Knetebehandlung des Lacks fertig und will jetzt die Kratzer auf der Motorhaube entfernen. Dazu verwendet er ein aggressiveres Poliermittel. Nach 30 Sekunden setzt er erstmal wieder ab. Man muss immer etwas Acht geben bei so scharfer Politur, dass man nicht den Lack zu sehr erhitzt, weil dann schlägt er Blasen. Und man macht mehr kaputt, als man Nutzen hat. Deswegen immer mal fühlen, wie heiß er ist. Die Entfernung kleiner Kratzer ist in den 220 Euro für Wäsche, Innenreinigung und Lackaufbereitung enthalten. Jetzt kann man eigentlich schon von den Kratzern nichts mehr übrig. Sind gut rausgekommen. Jetzt geht es dem tiefen Kratzer an den Kragen. Hier muss Enrico Klein mehr Druck geben, aber zugleich auch höllisch aufpassen. Ja, ist jetzt schon ziemlich warm. Man kann ihn noch ganz minimal sehen. Und weiter würde ich jetzt auch nicht machen, weil sonst wird die Klarlackschicht irgendwann zu dünn. Aber wenn man nicht weiß, wo er war, dann findet man den auch nicht mehr. Völlig unproblematisch ist die matte Stelle, bei der der Besitzer offenbar versucht hatte, irgendetwas abzuschrubben. Einmal frei, nichts mehr zu sehen. Enrico Klein kann nun den Lack des Wagens rundum polieren und versiegen. Wie die Waschanlagenmitarbeiter in Stuttgart verwendet er dafür eine Maschine, die die Polierscheibe exzentrisch dreht, also nicht kreisrund. Denn das würde zur Bildung von sogenannten Hologrammen führen. Hologramme sind so
Wolkenbildung im Lackbild. Besonders wenn die Sonne raufscheint, bei dunklen Fahrzeugen sieht man es extrem. Dann sieht das so wolkig, hologrammig aus, komische Spiegeleffekte auf dem Lack. Und die sind absolut unerwünscht und die vermeiden wir damit. Nach 1,5 Stunden Lackbehandlung sieht der BMW trotz 60.000 Kilometer Laufleistung wieder fast wie neu aus. Bis auf den Schaden vorne links, den ein Smart Repair Spezialist jetzt beseitigen soll. Die größte Waschstraße der Welt in Stuttgart-Feuerbach. Es ist Samstag. Bis 15 Uhr sind schon über 2000 Fahrzeuge durch die Anlage gefahren. Im Technikraum muss die Enthärtungsanlage neu befüllt werden. Diese Anlage filtert den Kalk aus dem Wasser, damit nach dem Trocknen der Autos keine Kalkränder auf dem Lack bleiben. Die Filter der Anlage benötigen für die Enthärtung Salz. Technikchef Mohammed Zain hat sich einen seiner Mitarbeiter geholt, um den Tank aufzufüllen. Also ziemlich schweißtreibende Arbeit. Der sagt, wiegt 25 Kilo, wir haben hier 40 Grad in der Halle. Sehr anstrengend. 500 Kilo Salz verbraucht die Enthärtungsanlage pro Woche. Das entspricht 20 Säcken. Jeder dritte Kunde der Waschstraße lässt sein Fahrzeug nach der Außenwäsche auch noch innen reinigen. Wer sich den Aufpreis von 13 Euro sparen will, fährt ins Erdgeschoss zu den 48 kostenlosen Saugerplätzen. Momentan ist der Andrang so groß, dass ein Einweiser die Kunden auf die Buchten verteilen muss. Gabriel Zakiridis ist Taxifahrer. Er schätzt es besonders, dass er hier auch persönlich Hand anlegen kann. Also ich wasche persönlich mal jede Woche. Warum? Weil eigentlich, ich fühle mich wohl. Ganz einfach. Nummer eins, Nummer zwei, es ist ja Taxi. Die Kundschaft muss auch wohlgefühlt werden. Und das ist mein Zuhause. Dann muss es auch schön sauber sein. Weil wenn mein Auto sauber ist, dann ist auch meine Wohnung sauber. So sage ich immer. Das ist so Charaktersache, sage ich mal so. Bei der Innenreinigung seines Wagens vertraut er lieber auf seine eigene Gründlichkeit. Die ganzen Dinge, die kann ich mal selber besser machen als jemand anders. Die Leute haben nicht so viel Zeit, mit so Kleinigkeiten mal zu beschäftigen. Es macht auch Spaß, selber das zu machen. Und beim Putzen zeigt der aktive Marathonläufer wahrlich Kondition. Ich putze so ungefähr so 1,5 bis 2 Stunden jede Woche. Meistens so entweder Freitag oder Samstag. Und kann man es auch vielleicht als Marathonputz bezeichnen, wie jeder will. Also ich bin fast überzeugt, dass ich bin der Einzige, der so lange putzt. Aber mir gefällt's. Wobei der putzwütige Nachwuchs schon in den Startlöchern steht. Die Saugerhalle ist auch der Ort, an dem manche Kunden entdecken, dass auf ihrem Auto nach der Wäsche immer noch der eine oder andere Fleck ist. Solche Reklamationen sind ein Fall für Technikchef Mohammed Zain. Er bessert dann nach. Der Kunde hatte vorhin noch ein bisschen hartnäckige Verschmutzung drauf, war ein bisschen ähnliches wie Wachs oder Harz. Habe ich gerade mit ein bisschen Politur rausgekriegt und ja, macht den Kunden auch zufrieden danach. Ne? Und nur zufriedene Kunden kommen auch wieder. Bei der Fahrzeugpflege Melkus in Dresden stehen jetzt kleine Reparaturen an. Ein Lackierer, den Juniorchef Sepp Melkus bestellt hat, soll den Schaden an der Frontschürze dieses BMW beheben. Und die Ecke ist auch hängen geblieben. Ne? Aber das sollte ja lösbar sein für euch. Ja, das bekommen wir auf jeden Fall hin. Und zwar mit einer sehr kostengünstigen Methode. Wenn wir jetzt mit Smart Repair arbeiten, kostet die Reparatur 120 Euro. Wenn die Stoßstange ansonsten komplett lackiert werden müsste, liegen wir im Bereich bis zu 500 Euro und mehr. Zuerst muss der frisch polierte BMW abgedeckt werden, damit sich beim Lackieren kein Farbnebel auf den übrigen Lack legt. Den Vorderreifen direkt neben dem Schaden verhüllt der Lackierer ebenfalls und klebt dann noch einen Schutz auf die anderen Umgebungsstellen. Danach schleift er den Lack am Stoßfinger ab. Dabei beginnt er mit einem 100er Schleifpapier mit einer groben Körnung und wechselt dann 4-mal auf feinere Körnungen bis zum 1000er Papier. Mit Druckluft bläst Felix Löffler den Staub vom Stoßfinger und klebt dann über der Schadenstelle noch einmal ab. Auf den unteren Bereich kommen vor dem Lackieren noch eine Grundierung und Haftvermittler.
Der sorgt dafür, dass der Lack sich später mit dem Untergrund verbindet und dadurch auch hält. So, und jetzt geht's ans Farbemischen. Jetzt schauen wir noch mal kurz nach dem Farbcode bei dem BMW. Das ist die 354. Wie viel Gramm welcher Farbkomponenten er für die BMW-Farbe 354 zusammenrühren muss, ermittelt er mit einem speziellen Programm am Laptop. Der Computer zeigt mir hier genau an, wie viele Anteile ich von jeder Farbe rein mischen muss in den Becher. Und über die Waage tue ich das genau auströpfeln. Jetzt raut Felix Löffler die Grundierung auf der Schadensstelle noch einmal an und wischt sie sauber. Dann sprüht er den frisch angerührten Basislack gleichmäßig auf und föhnt ihn trocken. Darüber kommt noch Klarlack, um den Basislack zu versiegeln. Und die Ränder besprüht Felix Löffler mit einem sogenannten Beispritzblender. Der sorgt für einen gleichmäßigen Übergang zwischen neuem und altem Lack. Jetzt muss das Ganze aushärten. Mit einem Infrarotstrahler dauert das 15 Minuten. Nebenan bereiten Enrico Klein und Frank Schwarz einen Tesla für eine Keramiklackversiegelung vor. Die kostet rund 1.000 Euro und hält etwa 2 Jahre. Vor der Versiegelung muss der Lack erst einmal mit Alkohol entfettet werden. Danach tragen die Melkus-Mitarbeiter einen sogenannten Haftvermittler auf den Lack des Elektrowagens auf. Ohne den könnte die Versiegelung in einer Katastrophe enden. Der Wagen ist erst ca. 1 Monat alt. Aus dem Grund ist der Lack noch ziemlich weich. Und würden wir jetzt die Keramikversiegelung direkt auftragen, könnte es passieren, dass er die oberste Lackschicht etwas anlöst. Das wollen wir ja auf jeden Fall vermeiden. Aus dem Grund benutzen wir diesen Haftvermittler, was auch nochmal die Haltbarkeit der Keramikversiegelung deutlich verlängert. 20 Minuten lang muss der Haftvermittler vor der eigentlichen Versiegelung jetzt einwirken. Diese Zeit nutzen Enrico Klein und Frank Schwarz für die Scheibenversiegelung in 2 Stufen. Schritt 1 ist das Polieren der Glasflächen, damit auch die letzten Dreckreste völlig weg sind. Schritt 2 ist das Auftragen der Versiegelungsflüssigkeit. Die geht beim Einmassieren eine molekulare Verbindung mit der Glasoberfläche ein und bekommt so eine Langzeitwirkung. Diese Versiegelung der Frontscheibe hält 25.000 Kilometer. Und zwischen 50 und 60 km/h perlt das Regenwasser ab, sodass man keine Scheibenwischer mehr braucht. Und auch Eis oder Schnee haften nicht so stark auf dem behandelten Glas. Smart Repair-Experte Felix Löffler hat inzwischen schon den nächsten Kandidaten in der Mache. Die Felge des Mini Countryman, die einen bösen Bordsteinschaden aufweist. Auch hier schleift er mit verschiedenen Körnungen, von ganz grob bis ganz fein, bis alle Unebenheiten weg sind und es keine scharfen Kanten mehr gibt. Nach dem Säubern der Felge und dem Abkleben des Ventils wärmt Felix Löffler das Metall kurz an und sprüht dann wieder einen Haftvermittler auf. Die Farbe, die er zum Lackieren verwendet, ist eine Standardfarbe für Felgen, die er nicht extra anrühren muss. Zum Schluss auch hier noch Klarlack drüber und wieder eine Infrarotlampe zum Aushärten davor. Eine Reparatur wie diese kostet je nach Felge bis zu 150 Euro. Ein Ausstelltechniker ist bei der Melkus Fahrzeugpflege eingetroffen. Er soll die beschädigte Motorhaube des Mini Countryman reparieren. Die drei Dellen hier. Nummer 1, Nummer 2 und hier ist die Nummer 3. Okay. Ich wieder rauskriege. Schau dir mal an, wie wir das am besten gelöst bekommen. Schauen wir mal, ob wir die drücken können. Oder ob wir ziehen müssen. Wir können hier überall ran. Ja. Da können wir die rausdrücken, brauchen sie nicht rausziehen. Immer. Sind überall Zugänge. Das wäre sonst viel zeitaufwendiger mit dem Ziehen. Uwe Menzer fixiert die Motorhaube mit einem Spanngurt und einem Teleskopstab. Dann setzt er Licht, damit er die Delle besser erkennen kann.
Die ist ziemlich spitz, hat auch einen kleinen Lackkratzer in der Mitte. Das bedeutet, die brauchen Sonderbehandlung. Mit einem Hebel fährt der Dellentechniker in den Hohlraum der Motorhaube. Ich suche mir erstmal den Punkt, wo ich bin. Hab ich. Dann erwärmt er die kritische Stelle mit dem Föhn, damit der Lack nicht platzt. Jetzt drücke ich, versuche das Zentrum zu treffen. Ist nicht ganz einfach. Man sieht, dass in der Mitte ein Kratzer ist. Den muss Uwe Menzer jetzt entfernen. Mit einer Schleifpaste trägt er die oberste Schicht des Klarlacks ab und poliert die Stelle anschließend mit der Maschine. Der Kratzer geht zwar raus, aber das Werk ist noch nicht vollendet. Das, was erst hier eine Delle war, das ist jetzt eine Beule, nach außen gewölbt, rausgedrückt. Und die schlage ich jetzt wieder rein, bis wieder alles plan ist. Das erledigt Uwe Menzer vorsichtig mit Metallstift und Gummihammer. Die Feinarbeit macht er mit dem Kunststoffstift. Das soll es gewesen sein. Jetzt gehe ich an die nächste Delle. Etwas über eine Stunde braucht Uwe Menzer, um alle drei Dellen zu beseitigen. Für 80 Euro hat der Kunde dann wieder eine dellenfreie Motorhaube. Jetzt kommt noch der Reifen mit der reparierten Felge an den Mini Countryman. Der Gebrauchtwagenhändler, der die Fahrzeugaufbereitung in Auftrag gegeben hat, muss für Handwäsche, Innenreinigung, Lackversiegelung, Ausdellen und Felgenreparatur insgesamt 380 Euro beraten. Der Verkaufswert des Wagens ist durch diese Maßnahmen allerdings um mindestens 1.000 Euro gestiegen. Bei dem Tesla eines Privatkunden wird jetzt die Langzeitversiegelung aufgetragen. Eine Flüssigkeit auf Siliziumoxidbasis, in der Keramikanteile chemisch gelöst sind. Die Aufbereiter müssen damit sehr exakt arbeiten. Wenn man hier noch Schlieren sieht, die nicht innerhalb von 10 Minuten beseitigt, dann sind die wirklich fest drin, die nicht mehr raus. Da muss man im Licht wirklich sehr genau gucken. 2 Jahre hält so eine 1.000 Euro teure Keramikversiegelung. Sie hat einen Wasserabperleffekt und schützt den Lack vor UV-Strahlung, Ausbleichen, vor saurem Regen und Flugrost. Auto-Wellness für einen längeren Werterhalt. Bei der größten Waschstraße der Welt in Stuttgart ist der Betrieb deutlich abgeflaut. Normalerweise würde die Anlage jetzt um 19 Uhr schließen. Sicherheitshalber ruft Niederlassungsleiter Frank Brockhaus aber noch einmal in der Tankstelle an. Haben wir noch Wäsche verkauft? Dann machen wir zu, bitte, gell? Dankeschön, ciao. Kurz bevor die Tore zu sind, kommt doch noch ein Nachzügler. Den nehmen wir auch noch mit gleich. Autowäsche auf den allerletzten Drücker. Super, dankeschön, wir sind im Stau gestellt. Alles klar, schönes Wochenende, gell? Ciao. Doch mit dem Schließen der Zufahrtstore ist die Arbeit für heute noch nicht getan. Nachdem der letzte Kunde die Waschstraße verlassen hat, geht es an Zaubermachen. Wäsche für die Waschstraße sozusagen. Technikchef Mohammed Zain sammelt unterdessen die Souvenirs ein, die die Kunden hinterlassen haben. Die Deckel für die Anhängerkupplung schmeißen wir natürlich nicht weg, sondern wir wahren die auf. Könnte sein, dass ein Kunde nachfragen könnte, wo es geblieben ist. Und dann können wir ihm das natürlich zurückgeben, ne? Jetzt müssen noch die Mikrofaserlappen der Waschanlage überprüft werden. Einige sind schon recht verschmutzt. Auf der einen Seite sind die recht dunkel, auf der anderen heller. Also hier müsste man eventuell nächste Woche, Anfang der Woche, ein bisschen ran. Und die mal in die Waschmaschine schmeißen und ein bisschen säubern. Ne? Hier sieht das noch okay aus. Bei einigen der langen Mikrofaserlappen haben die Autos heute deutliche Spuren hinterlassen. Hier sieht man schon, dass man nähen muss. Da ist die Naht einfach gerissen. Muss ich mir ausschreiben. Müssen wir gleich am Montag machen. Hier ist einer ganz schlimm. Der könnte sich sogar einen Scheibenwischer verfangen. Der muss weg. Samstagabend, 20 Uhr. Jetzt ist auch für Niederlassungsleiter Frank Brockhaus Feierabend. Am Montagmorgen um 6 geht für ihn der Wahnsinn weiter. In der größten Waschstraße der Welt.